So, heute schauen wir uns das Multiplizieren und Dividieren von rationalen Zahlen an. Auch hier müssen wir eine Fallunterscheidung machen. Wir multiplizieren und dividieren jetzt mal Zahlen mit gleichem Vorzeichen. Ein erstes kleines Beispiel wäre dann folgendes. Plus 4 mal plus 5 ergibt plus 20. Also hier gilt die Regel, dass wenn ich plus mal plus verrechne, dass das Ergebnis automatisch plus ist. Das kennen wir so aus dem Alltag, das ist nichts Neues. Jetzt schauen wir uns mal ein anderes Beispiel an, und zwar zwei Zahlen, die negativ sind. Ja, sie haben zwar gleiche Vorzeichen, aber wie gesagt, haben ein negatives Vorzeichen. So, minus 4 mal minus 5 ergibt plus 20. Denn hier gilt auch die Regel, minus mal minus ergibt plus. Jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn die Zahlen ungleiche Vorzeichen haben. Nochmal ein Beispiel. Minus 5 mal plus 4. Die Regel besagt, dass das Ergebnis hier gleich minus 20 ist. Denn es gilt hier die Regel, minus mal plus gleich minus. Was passiert, wenn die vordere Zahl positiv ist? Nehmen wir mal in diesem Fall mal eine andere Zahl. Plus 3 mal minus 5. Hier kriegen wir raus minus 15. Denn auch hier gucken wir uns mal an, was passiert ist. Hier rechnen wir plus mal minus gleich minus. So, wir fassen mal all diese Regeln mal zusammen. Das ist Regel Nummer 1, Regel Nummer 2, Regel Nummer 3 und Regel Nummer 4. So. Ich glaube, man kann sich das hier ganz einfach machen. Man muss sich nur Folgendes merken. Sind die beiden Vorzeichen der beiden Zahlen, die ich miteinander multipliziere, gleich, ist das Ergebnis immer plus. Ist eins der beiden Vorzeichen negativ, ist auch das Ergebnis negativ. Wenn wir diese beiden Fälle unterscheiden können, dann haben wir, glaube ich, mit dieser Rechnung keine Probleme. So, jetzt kommen wir mal zum Dividieren von rationalen Zahlen. Ich mache mal hier einen kleinen Trennstrich. Die Überschriften sollen bleiben. Wir wollen uns mal angucken, was passiert, wenn wir Zahlen mit gleichem Vorzeichen dividieren. Wir fangen auch hier mit einem Beispiel an. Plus 9 geteilt durch plus 3. Ergibt plus 3. Wir gucken uns das mal an. Wir haben hier plus geteilt durch plus gerechnet und haben als Ergebnis plus rausbekommen. Jetzt schauen wir uns mal den gleichen Fall mit negativen Vorzeichen an. Also minus 9 geteilt durch minus 3 ergibt plus 3. Auch hier die Regel, minus geteilt durch minus ergibt immer plus. Im anderen Fall, Zahlen mit ungleichen Vorzeichen, kommen wir zu folgenden Ergebnissen. Wir rechnen mal hier minus 27 geteilt durch plus 3. Und wir sehen, dass das Ergebnis gleich minus 9 ist. Denn die Regel besagt Folgendes.
wenn man Minus durch Plus teilt, ist das Ergebnis immer Minus. So, was passiert, wenn die hintere Zahl negativ ist und die vordere positiv? Das ist, wäre da plus 35 geteilt durch minus 7. Und man bekommt raus minus 5. Und hier besagt auch die Regel, dass wenn man plus geteilt durch minus rechnet, dass das Ergebnis gleich minus ist. Wir sehen also, dass die Regeln fürs Multiplizieren und Dividieren von rationalen Zahlen gleich ist. Wenn beide Vorzeichen gleich sind, ist das Ergebnis immer positiv. Egal, ob das jetzt bei der Multiplikation ist, also plus mal plus gleich plus, oder minus mal minus gleich plus. Also eins der beiden Vorzeichen muss nur, beide Vorzeichen müssen gleich sein, dann ist das Ergebnis immer plus. Und wenn wir uns das bei der Division angucken, ist genau dasselbe der Fall. Hier habe ich Plus geteilt durch Plus, also gleiche Vorzeichen, ergibt positives Vorzeichen beim Ergebnis. Hier habe ich unterschiedliche Vorzeichen bei der Rechnung und das Ergebnis ist gleich positiv bzw. Plus. Also sind die Vorzeichen gleich, egal ob ich multipliziere oder dividiere, dann ist das Ergebnis immer positiv. Im anderen Falle, mit ungleichen Vorzeichen, habe ich hier einmal Minus und einmal Plus und das Ergebnis ist immer Minus. Das sehen wir hier auch an der blauen Schreibweise. Minus mal Plus ergibt Minus. Es ist egal, ob das Minus bei ungleichen Vorzeichen vorne oder hinten ist. Hier haben wir mal das Minus hinten, das Plus vorne. Wenn man die beiden Zahlen miteinander multipliziert, kommt immer Minus raus. Genau das gleiche haben wir auch beim Dividieren. Minus geteilt durch Plus, also ungleiche Vorzeichen, ergeben immer ein Minus im Ergebnis. Ja, dabei ist es wie auch oben unerheblich, ob das Plus vorne steht und das Minus hinten, oder ob das Minus vorne steht und das Plus hinten. Beim Ergebnis ändert sich nichts, beide Ergebnisse sind negativ.